Hallihallöchen und ein herzliches Willkommen zur neuen Folge Die Sims. So, Die Sims 4 natürlich, ne? Nicht, dass ihr denkt, wir wären ja bei Die Sims 2. Könnte man ja eventuell verwechseln. So, meine Süßen, in der letzten Folge, da war ich mit der guten Allison in unserer Nachbarschaft unterwegs und habe mir da schon mal so den ein oder anderen netten Kontakt aufgebaut. Und nun sind wir auch ganz brav am Chatten, denn wir wollen ja wissen, was wollen wir denn eigentlich wissen? Die Geheimdienstdatenbank durchsuchen wir gerade. Wie wir sehen, durchsuchen wir Sim-Google, mehr oder weniger, und unterhalten uns währenddessen aber auch noch immer ganz aktiv. Und das muss ich einfach sagen, finde ich so super toll an Die Sims 4, dass wir uns unterhalten können, aber trotzdem unserer Beschäftigung nachgehen dürfen. So, mein Lieber, du bist immer noch völlig unglücklich wegen den Rückenschmerzen und das Essen war nicht sehr lecker. Ja, du hast es ja auch selbst gekocht, deswegen war es wahrscheinlich jetzt nicht so der Wahnsinn. So, ich würde sagen, wir gehen heute ein bisschen die Stadt besuchen. Das habe ich ja auch schon so ein bisschen in der letzten Folge gemacht, nur dass wir halt die Nachbarn mehr oder weniger besuchen gegangen sind. Deswegen, nun geht's. Okay, sie ist gelangweilt und deswegen möchte sie einen Club besuchen und das werde ich jetzt auch mal tun. Ich klicke auf unsere Kartenansicht. Momentan, falls es jemanden interessiert, ist es noch nicht möglich, dass wir hier einfach neue Welten uns selbst erstellen können. Also wir haben wirklich nur Oasis Springs und Willow Creek zur Auswahl. Und ich muss mal gerade gucken, denn sonst würde ich, glaube ich, nur mit ihr reisen. Plaudern, Telefon leise, Ereignisplan, Haushalt umziehen, Jobkönigin, reisen mit. So, dann reisen wir mal mit David und dann gucken wir uns mal die einheimischen Clubs an. Mal gucken, was dort so Lustiges passiert. Binäre Zahlen werden errechnet. So, wir, der Club, was ist er denn eigentlich? Was ist denn hier jetzt von da? Zum Blauen Samt, da werden wir dann jetzt mal hingehen. Das ist natürlich auch das Schöne, die Ladezeiten sind unglaublich entspannt. Also nicht mehr den mega langen Ladebalken oder so. Und da ging auch gerade unser Wunsch in Erfüllung. So, zum Blauen Samt, da sind wir angekommen. Und dann werde ich mich mal gleich hier reinsetzen und mich ein bisschen umgucken. Vielleicht ist es ja hier ein bisschen spannender, wenn wir ein bisschen Klavier spielen. Die eine und du, was willst du machen? Du möchtest nur etwas pflanzen und Bücher zu Ende lesen. Ich würde mal sagen, wir bestellen uns ein leckeres Getränk und zwar Saft on the Rocks. Oh, schön. Und schon ist unsere Laune gestiegen. Wir sind jetzt nämlich sehr, sehr selbstsicher. Und deswegen können wir auch verrückte Pläne jetzt langsam vorstellen. Ich muss sagen, es sieht so super aus. Na, Mubazy, jawoll. bitte nicht geizen mit dem Alkohol. Immer schön reinkippen. Nicht selbst trinken und nicht reinspucken, bitte. Hat er sich gerade überlegt, reinzuspucken? Oh, herrlich. Ich gucke mich mal ein bisschen oben um. So, was haben wir denn oben? Oben ist nur, nur die Klos und so und eine kleine Terrasse. Und irgendwo hier wummert es ganz dolle laut. Guck mal, hier drüben. Ist das nicht die Bibliothek oder so neben mir? Hier geht es mehr ab als... Ach so, das Fitnessstudio. Im Fitnessstudio geht es mehr ab als im einheimischen Klo. Aber ist ja auch der erste Abend. Allison ist so cool. Und wartet mal. Ich hatte ja mal... Oh nee, warte mal. Nicht mit ihm, sondern mit Allison gerade eben. Denn sie hatte ja Schelmische gelernt. Comedy, ne? Genau, Comedy hatten wir gelernt. Schelm und Comedy. Und da werden wir das jetzt einfach mal probieren, ob wir dann tatsächlich auch wirklich gut am Mikrofon ankommen. So, Allison, gib dein Bestes. Schau, Smirks, Bangeebool, Quabaplone, Snurs. Habe ich nicht verstanden. Das war nun echt schlecht, meine Liebe. Das war richtig, richtig schlecht. Aber okay, ja, nicht jeder kann so, ne? Nicht jeder kann so super sein. So, dann werde ich einfach mal sagen, wir befreunden uns hier mit dem einen oder anderen Sim. Und ist das ein Pool? Nee, das ist der Schatten. Ah, ich dachte, das wäre ein Pool. Oh, guck mal, unser David hat schon sehr viel weiblichen Kontakt geknüpft. Und zwar zu der guten Zoe Patel. Da glitzert irgendwas. Das ist Zuckerzunder. Okay. Und mal gucken, ob David vielleicht ein bisschen besser ist. Jostness Nerve Ibu. Oma Stirk. Melp Farb. Mervs. 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 Epso.
Nababesh Punnel. Punnel. Also das war jetzt wirklich nicht so die beste Unterhaltung, muss man ja einfach mal so sagen. Das war vielleicht jetzt nicht so ideal für sowas wie sie, denn sie hat Hunger, schon wieder, Alter, sie hat so oft Hunger. Aber das liegt natürlich an dem Merkmal, dass wir halt einfach, ja, da ein kleiner Vielfraß sind. So, was möchten wir denn machen? Freundschaft schließen? Ja, das probieren wir jetzt einfach mal mit der lieben netten Alexa Müller. Und dann werde ich auch mal ins Fitnessstudio vorbeischauen und gucken, was es sonst so gibt. Vielleicht mal im Park vorbeigucken. So, Selina Müller. Hier treffen wir die Müllers. Nicht die Stiets oder so, aber gibt es da nicht auch einen Film? Wir sind die Millers, heißt er. Wir sind die Müllers und nicht die Müllers. So, und aber immerhin, David, der hält da ein bisschen länger am Mikrofon durch. Ich finde es vor allem schön, dass ich irgendwie doch die... Was waren sie denn da? Sie geht völlig darauf ab, auf die Musik hier. Wo kommt überhaupt die Musik her? Ach da, aus den Lautsprechern, okay. Ich finde die Mimik auch so toll, wie sie da miteinander reden, so mit Gestik und Mimik und wie sie immer so schelmisch grinst, so ein bisschen unsere Allison. Finde ich irgendwie richtig super. Musik im Blut. Ein Musikliebhaber ist am glücklichsten, wenn er neue Melodien komponieren kann. Und wir bestellen jetzt eine Packung Chips, damit wir ein bisschen was essen können. So, und du möchtest aber auch Freundschaft schließen. Ja, dann würde ich mal sagen, wir tanzen mal eben eine Runde mit Dina. Vielleicht schließen wir ja da schon die ersten zarten Bindungen. Jetzt tanzt sie leider nicht mehr, ne? Jetzt müssen wir mit wen anders tanzen. Warte. Coole Musik auf jeden Fall. Los, tanz mit ihr. Tanz, David. Nein, mit ihr. Nicht alleine. Ach, du sollst doch mit ihr tanzen. Okay, warte mal. Wir können sie zum Tanzen einladen. Jawohl. Und Allison mampft da erstmal und schlägt sich den Bauch voll. Ah, ist das cool, ey. Das gefällt mir. Also, das sieht, finde ich, kann sie auch mittanzen. Nee, sie, oder? Doch, komm, tanz mit. Los, Dreiertanz hier. Polonaise für alle. David und Kim kennen sich noch nicht. Ist egal. Komm, lernen wir uns kennen durch den Tanz. Man lernt immer die Leute an ihrem Tanzstil kennen. Hier sieht man zum Beispiel, dass David voll der Frauenheld ist. Alle Mädels machen mit. Aber wie sie alle tanzen. Na gut, ihr Lieben. Dann werde ich mal ab ins Fitnessstudio gehen. Obwohl, warte mal, besuchen mit... ja. Da blieb jetzt Allison leider zurück. Aber gut, okay, vielleicht kann die auch nicht so viel mit dem Fitnessstudio anfangen. Dann gucken wir uns einfach mal alleine dort um. Es macht echt Spaß, die neuen Sachen zu erkunden. Und sich die Musik anzuhören. Ich finde die Musik so cool, ey. Ich mag ja Sims-Musik immer total gerne, vor allem was so Pop-Bereich angeht. So, und hier könnten wir auch, falls wir Aggression oder Frust hätten, könnten wir die auch hier auslassen. Das habt ihr vielleicht so im einen oder anderen Trailer gesehen. Hier kann man dann einfach auf den Sandsack einschlagen, so wie die Dame das da... Oder man beleidigt ihn einfach. Ich schlag dich, ich schlag dich. Du bist gemein, du bist hässlich, du bist orange. Du bist orange, du Sack. Irgendwie sieht das... Wow, der war stark. Der Rest ist dann eher so ein bisschen, naja. Auch Aerobic hier kann man machen, wie diese junge Dame dort. Haben wir die nicht gerade eben noch im Club gesehen? Und wir haben, glaube ich, gerade Athletikfähigkeit gelernt, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, nee, oder Fitness in diesem Falle. Alle Sims wollen gesund bleiben. Fitnessbewusste Sims legen alles daran, ihren Körper in Bestform zu halten. Och, cool, wie sie da einfach rumstehen. So, und das, ich finde auch, die Geräte wirken jetzt einfach genauso wirklich wie in einem Fitnessstudio. Es sind halt wirklich auch einfach so eine wirklichen bösen Sachen dabei, wo man dann tatsächlich einfach die Bank drücken muss und so weiter und so fort. Also wie kommt wirklich das Feeling auf wie in einem echten Fitnessstudio, und das finde ich sehr, sehr cool. Ich selbst gehe ja auch ins Fitnessstudio. Ich fühle mich hier wie zu Hause. Und während wir jetzt trainieren, können wir uns theoretisch unterhalten. Warte mal, ich probiere das mal. Die ist, glaube ich, zu weit weg. Die hier, guck mal, der könnten wir jetzt Komplimente, glaube ich, machen, ohne dass wir aufstehen müssen, oder?
Oder müssen wir aufstehen? Achso, nee, guck mal, mit der Alice. Wo ist denn die Alice? Bist du die Alice? Warte, ich sehe deinen Namen gerade nicht. Moment bitte. Ah, Kim Winter, okay. Die stellt sich dann einfach neben uns und wir können uns jetzt mit ihr unterhalten. That is probably grow me with them balls. Open that on chibi. Ich habe einen Witz für euch. Unterhalten sich zwei stinkende Sims im Fitnessstudio. Badum! Mann, der war ja so witzig. Nee, aber ich finde das auch cool, dass sie trotz der Tatsache, dass sie wirklich offensichtlich sehr, sehr stinken und sie inzwischen nur noch so lacht, so von denen, ja, klar, dass sie, oh je. Was haben wir jetzt? Energie geladen. Ah, das trifft sich gut. Ich finde auch cool, dass sich hier unten dann einfach das Charaktermodul hier unten verändert. Das ist auch mega geil. So, Witz erzählen. Genau, erzählen wir nicht gerade einen Witz? Warte mal. Oh, die ist aber wirklich ganz sportlich. Wir machen einfach mal einen Polizisten-Witz. Mal gucken, wie der ankommt. So, Kim, hör mal auf zu reden. Ich möchte den Witz erzählen. Das kommt vielleicht nicht so gut als starker Mann jetzt hier nichts hochzukriegen. Oh Gott, unser Sim, der braucht ganz dringend, glaube ich, Hygiene. Kann das sein? Ja, braucht er. So, über uns ist, denke ich mal, die Dusche. Ja, hier sind auch Duschen und alles ist bereitgestellt. Auch das ist ja, na gut, sie sind zwar funktionslos, aber wir haben hier immerhin so Schränke, damit man seine Sachen verstauen kann. Oh, Vorsicht, Stinker im Anmarsch, Vorsicht bitte, einmal durchlassen. Ja, ihr müsst mich schon durchlassen, ihr Lieben. Oh, oh. Oh, jetzt habe ich sie alle angestunken, oder was? Wir sind sowas wie ein Stinktier. Wir müssen nur in der Nähe von anderen sein und schon stinken wir sie an. Aber guck mal, was die hier nicht alles für Übungen machen. Sehr, sehr sportlich, die Sims. Können wir das auch machen? Nö, irgendwie nicht. Vielleicht kommt das ja erst später noch. Oh. Rubbel die Katz. Ihr hattet ja auch gefragt, wie das jetzt eigentlich mit Autos ist. Ich glaube, dass Autos in Sims 4 keine Funktion mehr beinhalten. Also die haben, glaube ich, keine tiefergehende Funktion mehr. Denn man erreicht ja wirklich alles inzwischen hier, wenn man einfach von A nach B reist. Also man kommt vielleicht mit dem Auto her oder so, aber das wird nicht so offensichtlich gezeigt. Ich gehe mal jetzt eben wieder Allison abholen. Denn die Arme, die ist ja ganz alleine in dem Nachtclub immer noch. Ich finde es aber cool, dass man die Sims einfach dann zu Hause lassen kann. So, weißt du, also dass man dann halt was sagen kann. Also klar, man konnte ja immer mit einem gehen und dann irgendwo anders hingehen, zu einem Club oder so. Aber man musste ja sich trotzdem um die Bedürfnisse des anderen in der Regel kümmern. Und dementsprechend finde ich das jetzt einfach ganz cool, dass wir in einer Stadt durch die Gegend laufen können. Und der eine, dem geht's gut, der kümmert sich selbst um seine Bedürfnisse und wir spielen dann mehr oder weniger einen Sim gerade. So, zum blauen Samt. Wo ist sie denn, die Alice? Wo ist sie denn, die Allison? So, ach, Synchronpieseln, alles klar. Warum frage ich auch, wo sie ist? So, wollen wir dann zu zweit nochmal irgendwo anders hingehen, in die Bücherei oder so oder in das Museum? Sehr schön. Denn ich möchte nämlich wirklich hier einfach... Ach, könnten wir sie auch anrufen? Warte mal, ich rufe sie einfach mal an. Lade bis zu 7 andere Sims mit ein. Dann rufe ich sie einfach mal an und gucke, ob sie dann sofort vorbeikommt. Ich freue mich auch schon auf unsere ersten Partys, aber dazu müssten wir vielleicht nochmal den einen oder anderen Sim ein bisschen besser kennenlernen, damit sich das dann auch lohnt. Die eine von der letzten Folge, die kommt ja sowieso zu einer ganz anderen Party. Die steht jetzt wahrscheinlich gerade vor unserer Haustür und wartet darauf, dass jemand ihr aufmacht und mit ihr Party feiert. So, dann zeig mal her, das Museum. Oh, ist schön gestaltet auf jeden Fall, auch hier mit dem Außenbereich. So, wir haben hier ganz normal das Klo. Wir haben hier ein paar Sehenswürdigkeiten, die können wir uns tatsächlich ansehen. Aber unsere Allison scheint sehr, sehr gelangweilt zu sein, währenddessen unser so guter David absolut glücklich ist. So, warte mal, ich muss dir mal eben einen Witz erzählen. Warte, stopp mal. Stopp mal du. Irgendjemand, stopp mal. Kommt doch alle nicht so reinspaziert, Mensch. Als hätten sie alle mega schlechte Laune. Meine Güte, die Sims müssen auch mal ein bisschen glücklicher sein. Das Einzige, wo ihr seht vielleicht, dass ich immer wieder hier unten hin switche. Das liegt daran, dass ich immer wieder dieses Stock nach oben suche. Ach, guck mal, hier kann man sogar Kreativität ausleben. Und, oh, schön. So, warte mal.
stelle mich einfach mal ein paar Leuten vor. Bringt das irgendwas, wenn sie sich das anguckt? Was man mit Joffrey plaudern, jemanden umarmen? Ja, das muss ich auch auf jeden Fall noch machen. Aber vielleicht sollte ich mal Allison und David zusammenbringen. Also im Sinne von, dass die mal miteinander quatschen. Was macht er? Mit Vivian plaudern. Während er sich anscheinend dann das Dings anguckt, das kleine Schiffchen. Yeftimay, Abasani. Glam. Samara. Vimpaskiba. Tinini. Nagalau Shoe Bretno. Fish. Ich muss mal gucken, warte mal. Wir plaudern jetzt mit 2 auf 1. Also wir stehen zwar ein bisschen dabbig in der Gegend herum, allerdings gefällt es mir eigentlich ganz gut. So, warte mal, ich umarme ihn mal. Das wollte ich doch, jemanden umarmen. Komm, ich will dich mal umarmen, mein Freund. David, mein Freund, lass mich dich umarmen. Ich parodiere mal jemanden. Mal gucken, wie das aussieht, wenn wir jemanden anfangen zu parodieren. Wie sie sich gegenseitig applaudieren. Sehr schön. Und das sind immer, dieses Geräusch ist wirklich immer, wenn sich ein Wunsch erfüllt. Das ist eigentlich ganz cool. So, einladen zu, auf Wiedersehen sagen, fesselnde Geschichte erzählen. Wir erzählen einfach mal fesselnde Geschichten. Ich muss mal gerade gucken, ob es für jeden Sim, für David gibt es gerade 75 und für sie, ja. Also wir haben wirklich so wieder getrennte Kassen, in Anführungsstrichen, hier bei den Lebenszeitpunkten. David hat 75, da müssen wir mal ein bisschen ausbauen. Wir erzählen ihr einfach mal einen Witz. Level 2 der Charisma-Fähigkeit erreicht. Allison kann andere Sims jetzt den Tag verschönern. Oh, das ist aber schön. Das ist aber nett. So, komm, erzähl mal den Witz jetzt bitte. Wir müssen deinen Wunsch erfüllen. Ja, sehr schön. So, etwas Pflanzen mache ich mal eben weg. Ich würde gern eigentlich in den Einkaufsladen gehen. Ich glaube nämlich, dass es keinen richtigen Einkaufsladen hier gibt. Ich schaue mal eben, während die sich dort weiter unterhalten. Wir haben hier die Bücherei, den Fitnessclub, den Nachtclub und das Museum. Aber es gibt keinen Laden an sich, glaube ich. Zypressenhain, da wohnen die Leute. Das hier ist Gut Eichenhof, da weiß ich aber nicht so ganz, was das ist. Da muss ich vielleicht mal vorbeischauen. Dort hinten haben wir die Schattenvilla. Ich glaube, das sind einfach wirklich nur Grundstücke, die vielleicht noch im späteren Verlauf, wenn man mehr Geld hat, zu vergeben sind. Ich würde gerne zum Magnolienpark. Da gehe ich mal mit Allison hin. Und wir nehmen mal den Joffrey einfach mal mit, weil wir uns so gerade gut mit dem unterhalten. Dum, 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 dum. Ich finde es teilweise ein bisschen verwirrend, wenn sich dann die Lieder hier immer so überschneiden. Also theoretisch, wartet mal, jetzt gehe ich gerade noch mal in den Stadt-Anguck-Modus. Theoretisch könnte ich jetzt auch jederzeit nach Oasis Springs gehen, was mir halt daran so gut gefällt. Klar, es gibt nicht mehr so die offene Welt, wie wir uns das vorstellen, aber ich finde es halt so super, dass ich jetzt theoretisch auch einfach sagen könnte, hey, da will ich hinreisen und könnte jetzt von einer Stadt in die andere, könnte hier dann zum Beispiel auch in die Lounge gehen, hier in das Museum der Vergangenheit, Zukunft, Vergangenheit, hier auch in das Schlangennest oder so. Deswegen, ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm. Also klar, es ist vielleicht so ein kleiner Wermutstropfen, dass man da in der Hinsicht, ach guck mal, hier können zum Beispiel Kinder spielen. Das kannst du nur tun, wenn Kinder auf dem Spielturm spielen. Ja, alleine wäre das vielleicht ein bisschen merkwürdig, wenn wir dort als Erwachsene alleine hingehen würden. So, und was machen wir? Ach, wir grillen. Genau, sehr schön, Allison. Die grillt sich hier erstmal leckere Hamburger. Ach, wie schön. Nee, aber ich denke, dementsprechend kann man vielleicht so... Ach, warte mal. Ach, tatsächlich, so öffentliche Klos sind Rabbit Holes, die berühmten. Da kann man nicht gucken. Ich glaube auch... Schule und Arbeit bleibt genauso so ein Rabbit Hole. Das hatten ja auch viele bemängelt, so von wegen, dann macht man ja die ganze Zeit nichts, wenn dein Sim weg ist oder so. Warte mal, wir spielen da einfach mal mit und gucken. So, plus 32 Simoleons. Ich weiß zwar nicht wofür, aber die haben wir auf jeden Fall gerade bekommen. Ich frage mich, ob wir, also wir sind gerade momentan sehr häufig in der Stimmung glücklich, was mich natürlich auch glücklich macht.
Aber ich würde auch gern einfach eine andere Stimmung mal sehen wollen. Aber ich denke, das werde ich noch viel, viel schneller bekommen, als mir lieb ist. Da habe ich nämlich gar keinen Zweifel dran. So, wartet mal, ich gucke mir mal den Park so ein bisschen an. Guck mal, hier hinten könnten wir zum Beispiel auch einfach fischen gehen, glaube ich, irgendwo hier in der Nähe. Man kann zum Beispiel auch nur angeln gehen, wo diese Schilder sind. Bisher habe ich das jedenfalls. Also ich gehe einfach mal hier hin angeln. Man kann nämlich echt dann nur hier hin und dort dann auf Angeln klicken. Ansonsten kann man mit dem Wasser nämlich nichts machen. Aber ich finde jetzt auch, dass das nicht so megamäßig stört. Jetzt bin ich gerade aus dem Bild gefallen. So, jetzt aber, los geht's. Da hinten war dann auch was zum Einsammeln. Also es ist wirklich toll. Also die Nachbarschaft finde ich super. Also selbst wenn das echt nur immer so ist, dass man da hinreisen muss, aber da, durch die wirklich sehr, sehr verringerten Ladezeiten, man muss sich einfach mal so überlegen, im Endeffekt ist es eigentlich, ja, so, dass man wirklich jetzt nicht so den Mega-Unterschied hat, sondern es ist dann einfach so, denkt euch einfach, ihr würdet zu einem Ort hinfahren, bloß ihr fahrt dann nicht und ihr spart euch einfach die offensichtliche Fahrt mit dem Sim dorthin. Und seid dann einfach auf diesem Grundstück. Und wie man hier sehen kann, diese Grundstücke werden ja auch aktiv, sobald man mit seinem Sim dort ist. Und da sind halt auch ein paar Leute drin. Wir sind da absolut nicht alleine. Und die Grundstücke sind auch entsprechend groß, sodass man eigentlich, ja, weiß ich nicht, nie so wirklich einsam ist, finde ich. Und eigentlich relativ viel sich angucken kann. Weil jetzt zum Beispiel sind wir ja wirklich fast am anderen Ende des Parks, wie man sehen kann. Hier hinten ist Allison. Und dort ist David und der Park ist hier dann noch so groß. Also man kann hier dann noch hin, hier, da kann man noch ein bisschen was gucken. Hier sind die Toiletten. Also das geht schon. Ich denke, man gewöhnt sich dran. Ich denke, das Ganze ist eine Sache der Gewöhnung. Jetzt, wo ich es einfach aktiv spiele, versteht man es halt, kommt man einfach schneller hinter dieses Prinzip und findet es nicht mehr ganz so schlimm wie vielleicht zu Anfang. Aber ihr könnt mir ja schreiben, seid ihr immer noch so ein bisschen total abgetan davon oder denkt ihr euch, ja, okay, so mega schlimm ist das gar nicht, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und übrigens, was dieses Thema, warte mal, ich wollte euch noch das Menü zeigen. Wir haben ja auch ein Optionsmenü. Spieloptionen gibt es natürlich auch. Grafik, ganz klar, kann man hier zwischen niedrig, niedrig, mittel, mittel, hoch und ultra einstellen. Audio auf jeden Fall kann man hier einstellen. Musik sowieso. Und hier, falls man sich fragt, ob man die Selbstständigkeit und so weiter ausschalten kann, kann man ausschalten. Auch das Altern kann man ausschalten von ungespielten Sims, also dass die in eurer Nachbarschaft nicht altern. Und man kann die Lebensdauer bestimmen und so weiter und so fort. Aber ich denke, das kennt ihr alles. Aktiviert das herkömmliche Tortenmenü, in dem die Aktionen nach Typ anstatt nach kontextueller Relevanz gruppiert werden. Das sieht interessant aus. Ich glaube, warte mal, ich will mal einfach gucken, wie das ist. Sieht nicht viel anders aus. Warte mal. Warte. Okay. Ja, werden wir dann alles noch ein bisschen erkunden in den nächsten Parts. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns in einer neuen Folge von The Sims 4. Bis dahin sage ich jetzt Tschüss und David verabschiedet sich sicherlich auch, während er einer wunderschönen, hübschen Frau nachschaut. So, ich sage jetzt aber Ciao. Und ja.